Kamera ist an, nur zur Info. Keine unzüchtigen Sachen sagen. Da ist nur eine halbe Avocado drin. Echt? Ist die noch gut? Das sieht noch gut aus. Ja, dann esse ich die heute hier mit unserem China-Reis. Den du gestern gemacht hast. Bernd hatte gestern, guten Morgen erstmal, einen wunderbar leckeren. Ist das ein China-Reis? Ja, der war richtig, richtig lecker. Den haben wir heute mit zur Arbeit genommen. Kekse habe ich gebacken mit Calvino und habe mir welche mitgenommen. Die sind richtig lecker, da muss ich euch mal das Rezept geben. Vegane Kinder-Ausstechkekse. Dann, das war dein Körbchen. Brot gleich fürs Frühstück, das wollten wir uns toasten. Weiter geht's hier. Für ein Etti haben wir Blutwurst dabei. Ganz wichtig, eine Ettenhausen. Ja, der ist gerade am Frühstücken, der Etti. Echt? Ach, da ist die, aus dem Garten. Ja, wir haben so viel Zucchini. Ja, was soll's im Frühstück? Eine frische Suppe, da schnippel ich die rein. Ja, oder Raspeln. Weil du legst sie quasi im Ganzen in die Suppe. Wie ich die in Kohl gemacht habe. Ja, die war halt Kartoffeln bis fest große Stücke. Ich habe mir einen Salat mitgenommen, der ist aus dem Garten, außer jetzt hier die Kidneybohnen und Mais. Aber mit der Schnittsalat ist aus dem Garten. Und dazu gibt es Sylter Dressing von Sylt. Dann haben wir gestern Brötchen gekauft, 5 Stück. Was hast du? 5 Stück gekauft und dann hatten wir noch so Aufbackbrötchen. Sesam und Mohn. Da haben wir den Rest mitgenommen. Das gibt es auch zum Frühstück oder gleich beim Salat, denke ich mir das. Dann haben wir Früchte für uns. Ein paar Vitamine noch. Natürlich für jeden ein Shake mit Mango. Deswegen ist er so gelb. Wir müssen unbedingt Tiefkühlfrüchte holen heute. Ich habe auch mal deinen Dip mitgebracht. Dann können wir den wegtun. Hier ist noch ein Rührei. Und ich habe mir Mett gemacht. Aus Reiswaffeln. Das ist so lecker. Und das gibt es nachher schön mit Margarine. Ja, das kommt in den Kühlschrank. Schön mit Margarine auf dem getoasteten Brot. Mein Mett. Mett. So. Ja? Du hast Fratze gezogen, wie immer. Echt jetzt? Ja, machst du das so? Ja. Ich stehe auf dem Kopf. Kannst du das screenshotten? So, ich muss jetzt eben ein bisschen. Den Kadavernapf hoch, der leere? Ja. Ja, mach ich. Er wird ja wohl nichts weiter runter jetzt. Ne, der ist jetzt leer. Da sind noch ein paar Gemüseflocken drin, die braucht man nicht verstanden. So. Eine ganz schnelle Sache. Dann kann ich das meinen Eltern auch wieder mitgeben. Alkoholfrei, die sie mitgebracht haben. Ja. Und da kriegen sie da wohl mal so weit hoch. Ja. Mal eben gucken. Juni. Da. 2.6. Ja. Passt. Ob die Kontoauszüge, die müssen ja immer also darf ja kein Tag fehlen von den Kontoauszügen und das passt. Von daher kann ich jetzt hier weitermachen. So, ich habe schon gestern die Einkaufsliste geschrieben für heute. Wir müssen einkaufen. Wie gesagt, wir brauchen Tiefkühlfrüchte, Bananen unbedingt für unseren Shake. Strauchtomaten, Creme Vega, Zwiebeln, Radieschen, Paprika, Mandelmilch ungesüßt, Kartoffeln und Wasser mit Medium Kohlensäure. Ja, ansonsten brauchen wir noch diese, vom Edeka ist das dann aber,
veganen Schnitzel, die man so kochen kann, ja? Du kannst gehen, ich kann gehen, mir ist egal. Ich weiß, dass du gehen kannst, aber du gehst nicht gerne, deswegen frage, ob ich eben gehen soll. Ja, geh bitte eben. Dann würde ich. Er ist verzweifelt, der Hund. Dann würdest du? Dann fahre ich auf Pfanne, wenn man das wegbringt. Ja, mach das. Die willst du auch mitnehmen hier direkt? Pfanne? Ja. Ja. Mach weg, ist es weg. Wir hatten nämlich hier von der Geburtstagsfeier vom Bernd, habe ich euch erzählt, dass wir hier im Laden gefeiert haben. Ach so, da hatte ich euch gesagt, ratet mal, wie alt er geworden ist. Wir hatten einiges dabei von Mitte 20 oder so, also nicht erst zu nehmen. Und 40 und Bernd ist 39 geworden. Nächstes Jahr kommt die große Party, da wird er 40. Und jedenfalls hatte Bernd da so eine Variation im Getränkeshop geholt an alkoholfreiem Bier mit Alkohol und alles Mögliche. Und für die Kinder gab es hier so, also mit so einem Bierplöpp-Verschluss auch so Kindergesöff und so. Dann haben die sich voll gefreut, dass die das auch so machen konnten. Und dann bringt er das Leergut jetzt alles weg. Und geht dann direkt einkaufen. Ja, ansonsten geht es mir heute super. Gestern ging es mir bescheiden. Etty, was hast du denn? War eine große Runde. Der ist seit einer Woche, hat er, glaube ich, die nächsten pubertären Schuhe. Der ist sehr unleidlich. Hier, Etty. Sollen wir uns zusammen da auf die Couch setzen? Komm. Komm mal mit. Komm. Komm, wir setzen uns hier auf die Couch. Hier. So, komm, hab. Komm. Ja, nur, komm. Dein Körbchen irgendwo? Deins, ja. Na, eins, das reicht aber. Muss aber wohl die Schuhe machen, aber. Ja, grob vorgespült. Ja, nur komm auch. Ich bin extra für dich hier hingewandert, dann nicht. Aber dann sei leise. Jedenfalls ging es mir gestern bescheiden. Ich hatte mega Sodbrennen abends bekommen. Nachmittags, abends. Das war echt doof. Aber heute ist alles gut. Bitte? Kundschaft. Okay, Kundschaft. So, ich bin schon die ganze Zeit hier irgendwie im, wie heißt es, Nestbautrieb oder so. Ich räume hier alles aus. Also es fing gestern schon an, dass ich einmal bei IKEA im Online-Shop den ganzen Warenkorb vollgehauen habe für... Ja. Ich rede hier mit meinen Freunden, weil du auf Toilette warst. Aber... jedenfalls, ja, habe ich den IKEA-Warenkorb voll gemacht. Bernd hat sich sehr gefreut. Und den Amazon-Wunschliste habe ich gemacht fürs Baby, was wir alles so brauchen, in Anführungsstrichen. Das ist ja doch eine ganze Menge. Und jetzt wollte ich zu Hause schon mal anfangen, so auszumisten, die Schränke, weil wir natürlich einen Mitbewohner mehr haben und mehr Platz brauchen. Und dann muss ich ausmisten. Und jetzt suche ich mir die ganzen Dinger hier aus dem Laden raus, die ich hier nicht mehr brauche. Die räume ich gerade leer. So, hier ist nämlich zum Beispiel die Bonbon-Schublade. Die brauche ich ja nun alle nicht mehr, weil ich ja eh kaum noch arbeite. Die gebe ich gleich dem Bernd alle. Und dann kann ich das hier, sowas, alles mit rübernehmen und zu Hause meine Schränke organisieren. Genauso wie hier die ganzen Pinsel. Habe ich überlegt, könnte ich auch hier drauf verteilen, weil ein so ein Ding würde ich gerne in eine Schublade im Flur machen, weil da kann man so Gebimsel alles reinmachen. Habt ihr bestimmt auch eine Gebimsel-Schublade. Die hat doch jeder, oder Bernd? Du nicht? Nein, der Bernd ist höchst ordentlich, ist klar. Du bist nicht so messy wie ich. Okay. Ja, nein, ich bin kein Messi, aber jeder hat halt so seine Schublade. Alles liegt rum und dann, da kommt alles rein. So, schaut. Tada! So, das ist jetzt alles dabei rausgekommen. Die kann ich gleich
Hier ist so ein Reißverschluss und dann kann ich die alle transportfähig machen, dann ist das nicht so viel. Ja, und mit den Dingern, da weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Guck mal, meinst du, deine Mama kann die gebrauchen hier? Diese ganzen kleinen... Ja, ich kann alles gebrauchen. Aber das sind bestimmt 100 Stück oder so. Ja, gut. So, die kann man nämlich hier den Reißverschluss und dann, tada, alle aufbewahren. Dann mache ich morgen schon mal den Flurschrank. Ich muss ja irgendwann mal anfangen. Ich habe dir da ganz viele Bonbons auf die Theke gelegt. So Baumwollhandschuhe. Die hatte ich früher immer unter die Plastikhandschuhe gezogen, aber jetzt auch gar nicht mehr. Dann können die weg. So. Da haben auch voll viele schon Löcher von den Handschuhen. Brauchst du Brillenputztücher, Bernd? Okay. So, das wollte ich dann im Flur im Schrank reinstellen, ins Regal für die Papiere zum Vorsortieren. Ja. Und hier habe ich noch so von IKEA so Schubladenorganisation. 2 Stück. Freue ich mich. Super. Ich habe was zu tun. Morgen? Ja, genau, morgen. Ich bin nachmittags zu Hause. So. Wir haben Feierabend und haben schon den Laden abgeschlossen und Bernd ist jetzt zum dritten Mal nochmal reingegangen. Wir haben es nämlich nicht mehr geschafft, unser Mittagessen zu essen. Und deswegen ist das noch im Laden. Das wollen wir jetzt als Abendessen essen. Und deswegen holt er das jetzt nochmal. Nein, die wollen sie hier lassen! Die wollen sie hier lassen! Wenn die hier zu Besuch kommt. Ja, wir hatten Besuch den ganzen Nachmittag und deswegen habe ich es nicht mehr geschafft zu vloggen. Und Bernd, er hat jetzt noch hinterher gerufen, hier, das habt ihr vergessen. Aber nein, das war mit Absicht hier geblieben. So, ein wenig durcheinander. Fahrt vorsichtig, bis morgen mal. Tschüss! Ja? So, haben wir jetzt alles oder? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Da ist nämlich unser Reis. Ach, den habe ich ja heute Morgen schon gezeigt. Ich darf auch nicht zu viel Essen zeigen. Sonst wird geschrieben, kein Wunder, dass du so fett wirst. Mit der Bühne. Ja, das ist nicht die Schwangerschaft. Ja, doch. Das ist, weil ich zu viel esse. Ja, das haben wir. Alle die Essen kaufen. Ne? Genau, alle Essen kaufen. Übrigens habe ich abgenommen. 1,5 Kilo in den letzten 2 Wochen. Da habe ich gestern gefeiert. Der Bauch hat zugenommen, aber das Gewicht ist weniger geworden. Und ich glaube, ich habe halt hauptsächlich zugenommen. Klar, auch durch Essen. Aber halt, weil ich. Auch durch Essen. Auch durch Essen nicht mehr dampfe. Und ich habe halt. Wie gesagt, bestimmt. Viele Jahre geraucht und gedampft und ich hatte einfach Nikotinentzug seit Februar. Ja. Und jetzt so langsam geht's. Geht's. Ja, jetzt fahren wir zum Aldi. Wir brauchen Mandelmilch, weil hier beim Aldi gibt's sie nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken. Glotzi, glotzi. Haben wir die Matte mitgenommen für? Für? Die 3 Meter mal 2,50 Meter Matte. Die ist bestimmt cool, wenn wir dann da liegen oder so. Im Urlaub, ja. Bernd hatte so kann eine. Kann man auch mit den Krüsselfüßen drauf gehen, auch der Hund mit seinen Schmuddelfüßen. Bei Aldi, war bei Aldi, ne? Ja. Im Angebot. So eine Matte, wo das die Erde runterrieseln soll. Habe ich ja schon mal vor 3 Jahren gesagt. Wie eine Decke quasi, die man am Strand oder am Balaton legen kann. Mit und so Heringen auch zum Festmachen. Ja, und dann der Sand rieselt halt da durch. Aber am Balaton war kein Sand, zumindest nicht da, wo wir waren. Ja,
Schokolade oder Dreck oder. Ja, egal. Wir haben jetzt eine Strandmatte. Und das Murphy genießt voll den Ausblick. Frische Luft. Oh, der macht die Augen zu und oh, die Nase. Frische Luft. Wie süß. Der ist angeschnallt, ja. Weiß ich nicht. Das genießt er aber. Portemonnaie hast du, ne? Ja, ich habe alle Portemonnaies. Ja. Ganz artig. Er ist geschafft von Pubertät. Die Mutti hat erstmal hier schon Zwiebelbaguette bekommen für akuten Hunger. Dadurch, dass wir nämlich so viel Besuch hatten und wir nicht zum Essen gekommen sind, bin ich am Verhungern. Ihr seid so süß! Diese gucken aus dem Fenster. Wir sind hier gerade spazieren und schaut mal, hier sind alles so kleine Minischnecken. Die habe ich ja noch nie gesehen. Sind das Babyschnecken? Ja, gehe ich mal von aus. Da ist gerade drei. Nein. Wo ist sie? Da. Oh, wie süß die sind. Komm, Etty. Nur aufpassen, dass man nicht nur drauf tritt. Die will nicht. Pass auf, du trittst auf alle, du guck doch mal. Ja, was? Ja. Ja, du sollst nicht nach oben filmen, du sollst gucken, wo du hinläufst, Schatz. Warum bist du so zu mir? Ja, weil du immer am Rumholen bist, du trittst auf die Schnecken und dann guckst du selber. Ja, mach ich doch nicht extra. Ja, ich bin gar nicht drauf getreten. Ja, du bist jetzt drauf getreten. Nein. Da ist er doch platt. Wo ist der eine platt? Da hinten. Nein, da bin ich drüber gegangen. Boah, sind hier viele. Komm, Etty. 100. Ein Schneckenminenfeld. Babyschnecken. Boah. Ist ja hier für die lebensgefährlich. Ja. So, eigentlich wollten wir uns nur noch verabschieden, oder? Ciao. Der Bernd ist ja immer kurz und schmerzlos. Du musst doch noch irgendwas sagen. Die Weisheit des Tages. Nichts. Ein Ohrwurm des Tages. Ist ja, Obst. Ist Obst. Alles klar. Tipp. Der Ohrwurm des Tages. Mach nochmal. Nein. Mal neu hier. Ja. Mal gucken, wer es rausfindet, was gemeint ist. Ja? Wie geht das denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Wie ich singen kann, ich hatte nur eine Weise jeder. Sing nochmal. Lolli auf dem Po, Mexiko. Es geht um Eis.de. Wir haben immer den Ohrwurm. Marketing wieder gut zu, hat alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Wir bestellen das trotzdem. Eis.de ist in der Kiste. Ba, 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 ba. Und ja, da müssen wir immer lachen. Dass wir uns das gemerkt haben. Und manchmal habe ich davon den ganzen Tag einen Ohrwurm. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Ohrwurm und danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!